Es ist der 7. April und das heißt, gestern war der 6. April und das bedeutet, es war der erste Festivaltag beim Hardline in Regensburg. Die 9. Ausgabe des feinen Genrefilmfestivals, ausgerichtet als großes Oberhaupt von unserem lieben Florian Scheurer, der heute auch wieder eine sehr, sehr wunderschöne Einleitung gebracht hat beim Festival und das Ganze sehr gut auch zusammengefasst hat, was uns zu erwarten hat auf diesem Festival und was die Themen sind. Dazu dann gleich nochmal. Wir sind ja zu einer geringeren Prozentzahl angereist, als wir eigentlich wollten. Zu 50. Zu 50%. Ich saß doch einfach. denn unser Weg von Dresden nach Regensburg verlief ganz nett mit dem Zug, eine Stunde Verspätung insgesamt, aber trotzdem pünktlich. Jetzt nochmal zum Thema Max. Max ist leider nicht mit dabei, kurzfristig, tatsächlich alles sehr kurzfristig passiert, ist gesundheitlich nicht auf dem Damm. Da spielt auch Corona eine Rolle, deshalb hier beste Glückwünsche und Grüße und Genesung nach Hannover an ihn und Ulrike. Dann haben wir noch den Stefan, der musste auch ganz kurzfristig seine Fahne wieder einholen. Da gehen die gleichen Genesungswünsche nach Dresden. Ja, also leider eben sind wir hier verkürzt aufgetreten, aber wir werden es natürlich für euch so gut es uns möglich ist aufbereiten. Und damit fangen wir jetzt an. Ich erwähnte schon die Einleitungsrede, die musste erst einmal warten, denn wir waren natürlich trotz unserer Verspätung etwas zeitiger da und mussten uns dann nochmal ein, zwei Getränken widmen. Und wie man das so macht, wenn man von Sachsen in ein Bundesland kommt wie Bayern, wo man tatsächlich auch jetzt mittlerweile noch was vom Bierbrauen versteht, natürlich ausgenommen die vielen kleinen, netten Mikrobrauereien, die es auch in Sachsen gibt, die eine gute Arbeit leisten, aber ich als Hellbiertrinker bin hier sehr gut aufgehoben. Und es hat eigentlich relativ bis ganz kurz, bevor es losging, erst saßen wir noch im Biergarten der Kinokneipe hinter dem Ostentor-Kino und sagten uns, Mensch, es geht ja gleich los, ist ja noch gar niemand da so richtig. Dann fiel mir aber auf, dass der Saal eigentlich schon voll war. aber dann auch Freunde und Bekannte an den Tisch gekommen sind, um einen kleinen Vorplausch zu halten. Unter anderem auch 66,6% von Viva Movilusion. Dabei bleibt's auch. Also mutmaßlich. Ja, mutmaßlich natürlich. Das ist. Wir wissen alle um den einen. So, und dann ging's los. Wir hatten heute zum Auftakt zwei Filme. Und möchte nochmal dazu sagen, dass hier schon immer nach den Filmen, es ist immer eine Stunde Pause dazwischen, natürlich auch schon heiß diskutiert wurde über die Filme, die man gesehen hat. Und da war es heute einmal wieder ganz klar zu sehen, also gestern, ja, wie sehr doch eben die Meinungen auseinandergehen, vielleicht sogar bei so kleineren Produktionen, die sich bestimmte Sachen trauen oder vielleicht auch nicht trauen. Im ganz besonderen Maße. Und das ist auch das, was der Florian ja angemerkt hat, dass es beim Filmfestival ja nicht darum geht, nur Filme zu sehen, die gut sind oder die jedem gefallen oder eine große Masse erreichen sollen, sondern dass da eben auch Filme dabei sein sollen und müssen und dürfen. Die Diskussionsbedarf haben. Richtig. Oder bieten. Ja, genau. Und das hatten wir auch gleich am ersten Abend. Zwei Filme. Der erste, den wir gesehen haben, war The Retaliators von Samuel Gonzalez Jr. und Bridget Smith inszeniert. Und ja, der Eröffnungsfilm ist ja frei von Wertung auf dem Festival. Das heißt, die anderen Filme werden ja kann man ja bewerten. Das heißt, es gibt ein Publikumsliebling auf dem Festival, auch dieses Jahr wieder, der einen Preis gewinnen darf. Und der war aber außerhalb der Wertung. Und ja, was haben wir? Wir haben eigentlich einen Thriller-Splatter-Revenge-Film, so könnte man das. Splatter können wir gleich mal rausstreichen. Naja, es ist. Also du hast ein bisschen Gore drin gehabt. Ja, schon. Aber der Splatter wurde ja leider
wurde ja leider abgeblendet. Ja, nicht immer. Also es ist manchmal komisch, wenn man sich fragt, warum wurde manches so geschnitten, wie es zu sehen war. Das ist hier sehr beispielhaft, weil in manchen Szenen, also wir gehen jetzt gleich nochmal in den technischen Bereich ein, weil das war das, was eigentlich sofort auffiel, war der Schnitt des Films, wie er montiert war. Besonders in Aktionsszenen, wenn halt, ich bringe jetzt bloß mal das einfache Beispiel, jemand eine Tür auftritt, die verschlossen ist, ein grimmiger Mensch, der hinein möchte, ihm die Tür versperrt ist, und man sieht es eigentlich nicht wirklich. Man hat ein Fragment einer Sekunde, in der man irgendwas sieht und man hört aber natürlich das Aufbrechen der Tür und dann steht die Person in der Tür. Das heißt, sowas, wo ja eigentlich gar keine grafische Gewaltdarstellung vorhanden ist. Also aus irgendwelchen Selbstzensurgründen wurde das nicht herausgeschnitten. Wir waren etwas mit dem Schnitt überfordert, weil der doch etwas, ja, irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar für uns war. Die Gore-Effekte, die hat es schon gegeben. Es wird auch mal ein Köpfchen vom Rumpf getrennt mit einer Machete. Das sieht man dann auch wieder. Man sieht ja schon, da wurde auch mit Prothesen gearbeitet und es gibt auch praktische Effekte zu sehen. Und an anderer Stelle macht man es halt nicht, also sichtbar. Aber das ist vielleicht auch eine finanzielle Frage. Wie viele wirklich gute praktische Effekte kann ich mir in meinem kleinen Film leisten, der hier angeboten wird? Inhaltlich, ja, es ist ein Pastor, der eine Tochter an einen bösen Menschen verliert, an den Tod, und er dann ja auf der Suche nach Rache ist. Ich will jetzt nicht in die tiefen Analyse gehen. Natürlich sind hier die Themen eines Geistlichen, der einsehen muss, erkennen muss, dass Selbstjustiz doch ein Mittel für ihn ist, um irgendwie aus auch der Trauer herauszukommen. Und das Ganze wandelt sich dann so ein bisschen von einem ja, erst Familieneinblick gebenden Drama zu einem Revenge-Film, der auch mit Elementen arbeitet, die man jetzt vielleicht eher, ich will das, wie sagt man das? Also es gibt dann auch Menschen da, die im Kellern gehalten werden, die einen Eindruck machen. Ich muss ein bisschen an Backwood-Horror denken, weil ja, ich muss an Wrong Turn. Gibt es übrigens auch ein Zitat in dem Film, das von einer Gruppe von Menschen, die auftritt, auch gesagt wird, was ist denn das hier, was ist denn das für ein Backwood-Quatsch hier? Also es gibt also wirklich Menschen, die scheinbar wie bei Crazies nicht mehr Herr ihrer Lage sind und auf Menschen losgehen, zombieartig. Also es ist eine Mixtur an Zitaten. Genau. Ja. Das ist also, man merkt, der Regisseur liebt Horrorfilme. Da gebe ich den Flo und dann auch. Die Regisseurin, es waren ja zwei. Da gebe ich den Flo auch recht. Und dass die halt schon ihre Lieblingsgenre oder Subgenre da drinnen vertreten sehen wollten in den Filmen. Für mich persönlich war es ein bisschen, war die Mischung ein bisschen zu unausgewogen und ich wusste nicht so richtig, wohin der Film will oder was der Film sein möchte. Mich hat die Qualität des Films in Optik, in Ausstattung, in Kameraführung, Schnitt und so weiter und Dialoge stark erinnert an Mike Mendez Killers. Die einen finden den positiv über jeden Zweifel erhaben, die anderen können damit gar nichts anfangen und genauso ist es halt bei Ready Laters. Also ich würde fast sagen, so, das ist ein Film, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und das muss jeder für sich natürlich dann selber feststellen. Er hat auf jeden Fall seine Fans gefunden auf dem Hardline und es wird auch Leute geben, die der Film jetzt nicht so erreicht. So. Er ist ja auch sehr auf dem musikalischen Sektor beflissen. Es gibt hier Musiker, auch prominente Musiker, die beteiligt waren an der Produktion. Zum Beispiel Papa Roach und Five Fingers Death Punch, die auch das Ganze musikalisch mit begleiten, aber auch sonst das Projekt mit vorangetrieben haben. Und so kommt es dann zum Beispiel auch, dass mal Tommy Lee tatsächlich einen Gastauftritt hat in dem Film, aber auch andere Cameos sind zu begegnen. Zum Beispiel ist Brian O'Halloran da, den wir ja aus Clerks beispielsweise sehr prominent kennen, der hier einen kleinen Auftritt hat. Ja, also man merkt, es wurden auch ein paar Leute vom Fach reingeholt, damit der Film halt etwas wertiger wird.
Und da gab es eben auch schon die ersten Diskussionen danach, was ist jetzt gut und nicht. Also es war wirklich tatsächlich ziemlich weite Abstände. So richtig mittel fand den Film, glaube ich, keiner. Entweder gut oder eher nicht gelungen. Mir hat es eher an der Optik gekrankt ein bisschen. Wobei ich sagen muss, dass viele Kameraeinstellungen und wie sie gemacht sind, gerade bei Handlungsabläufen, fand ich sehr gut gemacht, inszeniert in dem Sinne. Aber nach meinem Geschmack zu hastig montiert. Und nach einer kleinen Pause sind wir dann auf den zweiten Film gestoßen mit dem Titel Nightcaller. Hier ist ein Wiederholungstäter auch am Werk gewesen, denn der Regisseur Chad Farron ist bereits mit einem Beitrag auf dem Filmfestival auf dem Hardline gewesen. Und zwar bei der letzten Ausgabe Nummer 8 mit The Deep Ones. Und er hat hier einen weiteren Langfilm, und zwar direkt seinen nächsten, eingereicht und ist auch mit aufs Programm gekommen. Nightcaller war also vielleicht noch viel mehr diskutiert, aber definitiv hatte ich den Tenor rausgehört, dass er also vom Festivaltag gesehen der interessantere Film war. Chad Farron hat ja schon einige Filme inszeniert. Mir fiel sofort auf sein 2019 entstandener Exorcism at 60.000 Feet, der auch ziemlich prominent besetzt ist für einen B-Film und unter anderem auch Bae Ling dort zu finden ist. Und die ist auch in seinem aktuellen Film aufgeführt, als relativ weit vorne im Cast. Nightcaller hat mir sehr gut gefallen, weil es gibt ja immer wieder Filme, die sich im Retro versuchen. Da sind jetzt auch ganz prägnant, glaube ich, haben dabei getragen Tarantino und Robert Rodriguez mit ihren Double Feature, die das ja sehr mit dem Hammer auch gemacht haben, teilweise irgendwelche Effekte eingefügt haben, um Filme älter aussehen zu lassen. Ähnlich kann man vielleicht sagen, ist das hier auch geschehen, allerdings nicht irgendwie in einer Nachträglichkeit, sondern der Film sieht tatsächlich so aus, als wäre er in den 70ern gedreht worden. Da geht es auch um die Bildkörnung, um bestimmte, ja, wie die Kamera eingesetzt wird. Allerdings fand ich halt toll, man hat natürlich nicht das Geld, ein plausibles 70er-Jahre-Design zu entwickeln. Der Film spielt halt heute. Das heißt, es gibt Smartphones und Computer und so weiter, also alles neuester Stand heute. Aber der Film ist einfach von der Optik her und der Machart her wie ein Film aus den 70ern inszeniert. Was auch auf die Protagonisten zutrifft, die alle Ü50 waren. Die Bank weg durch, man sieht keine jungen Menschen. Und das passt auch sehr gut zu dem ganzen Konzept. Ich finde, der Film zitiert natürlich auch sehr viel, das macht man sehr deutlich. Es gibt hier einen älteren Herrn, der den ganzen Tag im Bett verbringt. Das ist der Vater der eigentlichen Hauptprotagonistin. Der wohnt in seinem kleinen Zimmerchen. Tobe fand die Kaffeemaschine auf dem Nachttisch ganz toll. Und sein Zimmer ist vollgestopft mit alten VHS aus dem Fernsehen aufgenommen. Er hat Filmplakate zu hängen von unterschiedlichsten europäischen und amerikanischen Filmklassikern. Und es wird auch hier viel an Filmen zitiert, an Filmtiteln, aber eben nicht nur das, diese Retro-Geschichte mit den Videokassetten, es stehen halt auch Blu-Rays rum und es wird auch darüber gesprochen und er schaut auch die alten Videofilme auf einem modernen Flatscreen. Man sieht auch immer wieder die schlechte Qualität dadurch, die auf dem Bildschirm erscheint. Das hat man, finde ich, ganz gut gemacht. Punkt für mich auf jeden Fall hat der Film, weil über Exorzist 3 gesprochen wird, auch wenn nur ganz kurz. Und ansonsten will ich noch kurz zur Story sagen, es geht halt um einen Nightcaller, jemand, der nachts anruft und wo bei einer Astrologie-Hotline, Esoterik-Hotline, wie immer, wo eben die Hauptprotagonistin Clementine die Anrufe entgegennimmt und Beratung gibt und sie ist aber nicht irgendeine dahergelaufene Hotline-Hellseherin, sondern sie ist ein Medium. Und das hat sie in die Wiege gelegt bekommen. Sobald sozusagen jemand anruft, da kann sie halt wirklich ihre Kraft einsetzen, ihre Wirkung und kann halt Zukunftsvorhersagen machen. Und das macht sie halt auch bei diesem besagten Nightcaller, diesem besagten Anrufer und sieht Morde, die der Nightcaller verübt.
Und die sind auch ziemlich hart, kaltblütig und brutal. Hier ist auch schon wieder so ein bisschen das Giallo-Element vertreten. Das heißt, es ist wirklich auch ein Zitatenkino, ganz klar. Das Giallo als 70er-Referenz ist auf jeden Fall mit drin. Dann ist halt Maniac drin. Da geht es dann speziell um die Tötungsart oder besser gesagt das Skalpieren als solches. Und dann, aber es geht ja noch weiter, wenn man man hört mit jeder Note, die Filmmusik vorangetrieben wird. Ich habe das irgendwie im Vorspann verpasst, aber dann es wurde noch bestätigt, dass hier Richard Band die Musik komponiert hat, der ja für Full Moon Filme und was nach Full Moon dann noch kam in den 90ern bis heute für Puppet Master und so weiter und so fort. Also diese unglaubliche Menge an B-Filmen, die aus dem Hause Band kamen, über Robert Jocks und so weiter und so fort, die Musik komponiert hat. Und da ist er auch Wiederholungstäter bei Chet Faren, denn die beiden haben schon zusammengearbeitet. Ich fand die Scores von Band nie besonders einfallsreich und auch hier ist er sehr austauschbar, aber es ist ein Wahnsinns Wiedererkennungswert. Also der Mann mit dem Keyboard schafft es hier absolut sich für sich, also ein Alleinstellungsmerkmal für sich zu kreieren, den hört man immer raus. Es passt ja auch zum Film. Es passt zum kompletten Look. Es ist natürlich der Aufführungszeit geschulden und dass wir halt schon irgendwie mein Wecker des besagten Tages irgendwie schon 5 Uhr geklingelt hat und ich dann einfach schon ein bisschen durch war und den Film nicht mehr so die Aufmerksamkeit schenken konnte, die ich gerne wollte. Er hat auf jeden Fall Unterhaltungspotenzial. Es ist ein Videonesti. Das ist, glaube ich, das könnte gut passen zu der Art von Film. Und eine Hommage an bestimmte Genre, aber auch gleichzeitig, er parodiert auch gewisse Mechanismen, die das Genre halt mit sich bringt und macht da nicht bloß ein Augenzwinkern, der mit beiden, so dass es schon schlaganfallartig aussieht. Es gibt auch ein paar optische, humoreske Momente, die auf jedem anders wirken werden oder vielleicht gar nicht wahrgenommen werden. Ein paar kleine versteckte Sachen, Eigenheiten, die eingebaut sind. Das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Und natürlich auch so ein bisschen, aber auch mit dem Hammer gearbeitet, natürlich die Rolle von Bai Ling, die asiatische, hippelige Chefin spielt im Astrologiebüro da. Und aber darüber hinaus sind eher die humoresken Momente für mich eher feingesetzt worden, was ich begrüßt habe. Ja, also ich fand, als Auftakt könnte man jetzt streiten, gute, schlechte Filme, wir wissen es nicht. Wir sind gespannt, was noch kommt. Auf jeden Fall waren es eben zwei Filme, die uns Diskussionen bereitet haben, die in die verschiedensten Richtungen gegangen sind. Ich möchte noch einmal nachträglich sagen, dass es sich bei The Retaliators um einen Weihnachtsfilm handelt. Das heißt, wenn er hat noch ein bisschen Zeit, im Verleih zu finden, um vielleicht noch zu Weihnachten 2022 in den Handel zu kommen. Und etwas am Rande, was aber unbedingt noch erwähnt werden muss, ist, wenn ihr den Film seht, achtet doch mal auf den Teppich in der Kapelle, ob euch das genauso aufregt wie mich, wie der verlegt wurde. Das noch als kleiner handwerklicher Hinweis von jemandem, der von Handwerk überhaupt keine Ahnung hat. Jetzt hast du ja die Leute getriggert, was soll denn das? Ja, eben. Du kannst ja ich verkaufe Trivia, den Film du kannst gut. Ja einen Trivia-Eintrag in der IMDb machen. Wir gehen jetzt in den zweiten Festivaltag. 4 Filme werden heute zu sehen sein, darunter auch Bloodfist 1, Bloodfist 2, Bloodfist 3 und wir sehen uns wieder in Bloodfist 4. Ja, wir können das ja bis zu 8 weitertreiben. Wir haben heute auch 2 deutsche Beiträge, Langfilmbeiträge am Start. Es sind auch schon gestern die ersten Gäste gesichtet worden. Heute werden wir schon Kontakt zu ihnen haben, direkter durch ihre Filme und wenn sie sie vorstellen. Und was eben heute dann auf uns in geballter Weise zukommt, das berichten wir euch dann wieder morgen, einen Tag nach dem Geschehenen. Auf dem Hardline Filmfestival 2022, die Nummer 9 im Ostentor Kino in Regensburg.